Hi, hier ist Viktor Baranowski von Funfit und heute gibt es wieder eine weitere Mobilisationsübung. Diesmal widme ich wieder die Sendezeit einer Beinbeuger-Mobilisationsübung. Beinbeugermuskeln auf unserer Beinrückseite sind häufig verkürzt vom zu vielen Sitzen. Und diese Übung ist sehr, sehr gut dafür geeignet, diese Muskulatur zu dehnen, zu mobilisieren. Und auch heute wieder eine aktive Dehnübung. Das heißt, wir nehmen die Dehnposition mit der Kraft der Antagonisten, der Gegenspieler ein. Das sind in dem Fall die Hüftbeuger und die Oberschenkelstrecker. Ihr braucht dafür einen Türrahmen oder jetzt wie hier so einen Pfeiler. Positioniert euch so im Türrahmen, dass ein Bein gerade ist, das nicht gedehnt wird und das zu dehnende Bein hier nach oben kommt. Den restlichen Körper entspannt ihr möglichst. Das ruhende Bein versucht ihr auch zu strecken, sodass die Kniekehle Kontakt zum Boden hat. Und hier habt ihr die Ausgangsposition so gewählt, dass bereits eine leichte Dehnung spürbar ist bei nahezu gestrecktem Kniegelenk. Jetzt wird das Kniegelenk gestreckt, Zehenspitzen zeigen gerade nach oben, also nicht nach außen rotiert. Und von hier aus hebt ihr jetzt das Bein noch weiter an in die Dehnung. Könnt dann jedes Mal kurz runter mit der Ferse an die Türkante oder an den Pfeiler, dass ihr euch kurz entspannen könnt und kommt dann wieder langsam hoch, haltet ihr kurz und kommt wieder runter. Wichtig ist, dass der untere Rücken Kontakt zum Boden hat, also nicht irgendwie so eine Art Hohlkreuz hier entsteht, sondern der Bauch angespannt ist, denn die Bauchspannung wirkt sich begünstigend auf die Hüftbeugung aus und somit auch die Beweglichkeit auf der Beinrückseite. Das Besondere bei der Übung ist, unser Körper ist so gestrickt, dass wenn die arbeitende Muskulatur sich anspannt, der Gegenspieler neuronal automatisch immer gehemmt wird. Und das ist jetzt in dem Fall die Beinbeugerrückseite. Die nutzt also so einen neuronalen Mechanismus aus, um diese Dehnung noch effektiver zu machen. Wenn ich jetzt hier passiv reingehen würde, im Stand, ganz typisch, das Bein, also hier ist irgendwie so erhöht halte, und versuche die Seite zu dehnen, dann habe ich diese Muskulatur nicht angespannt und profitiere somit auch nicht von der Hemmung, von der neuronalen Hemmung, die jetzt hier in dem Fall wirken würde. Anstatt wenn ich das Bein anspanne, so wird die Muskulatur jetzt neuronal gehemmt. Gleichzeitig arbeitet ihr euch auch einen Bewegungsspielraum, den ihr aktiv kontrollieren könnt, also nicht irgendwie eine passive Dehnung, wo euch euer Partner reindrückt, ihr diesen Dehnbereich allerdings nicht aktiv kontrollieren könnt. Häufig kommt es dann zu Verletzungen, wenn Leute eine sehr, sehr hohe passive Dehnbarkeit haben, diese Dehnposition, die sie sich erarbeitet haben, aber nicht aktiv kontrollieren können. Das sind so Momente, wo es häufig zu Umknicktraumen kommen kann oder ja, zu Muskelrissen kommen kann, weil der Körper das gerade nicht kennt, wenn er jetzt in einer sportartspezifischen Bewegung, sei es jetzt in den Grätsche im Fußball zum Beispiel, plötzlich in dieser neuen Gelenkposition ist und gleichzeitig Kräfte auf ihn wirken, weil er das im Training, im passiven Dehntraining nicht erfahren hat. Und hier haben wir eine ganz andere Situation. Ihr dehnt die Muskulatur, es wirken aber gleichzeitig auch Kräfte auf euren Körper und die Gelenkkapsel, die Muskulatur drumherum, die das Ganze stabilisiert, lernt diese Position ganz anders zu kontrollieren. Deshalb sind aktive Dehnübungen immer, fast immer, je nachdem nach der Zielsetzung, kommt ja auch immer ganz stark darauf an, aber so als Freizeitsportler, für einen aktiven allgemeinen Freizeitsportler fast immer zu bevorzugen. So viel heute wieder zu dieser Dehnübung und ja, beim nächsten Mal gibt es wieder was Neues. Bis zum nächsten Mal dann.